Doris Schuppe und Pia Kleine-Wieskamp sind bei mir und reden mit mir über Storytelling, visuelles Storytelling während der Republika. Sie haben nämlich einen kleinen Twitter-Hashtag aufgesetzt für Fotos, die hier quasi entstehen, Doris. Was war die Idee dahinter? Es gibt einen Haufen Fotos zur Republika, aber nie so eine richtig schöne Story, dass man den Spirit mitbekommt, den diese Webconference hat. Und Inside Out sagt ja auch, dass man eben das ganze Thema Republika, digitale Gesellschaft noch stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen soll. Und deswegen ist halt eine Fotoblog-Parade eine sehr schöne Gelegenheit, mit Fotos genau zu erzählen, was die Republika ist, was hier diskutiert wird, welche Themen spannend sind. Und das Ganze nicht einfach nur in willkürlichen Fotos zu tun, sondern das Ganze in eine Art Geschichte einzubetten. Das heißt, drei Fotos, eine Geschichte. Das heißt, die müssen auch wie so eine Foto-Love-Story, wie so ein Daumenkino zusammenhängen, oder? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich. Die drei Fotos können in einem Album auf Facebook sein, in einem Album auf Pinterest oder sie können eben mit Instagram zusammen in einer Collage gearbeitet werden. Wichtig ist einfach, dass es nicht nur Fotos alleine ist, sondern auch Text dazu oder auch irgendwelche anderen schönen Sachen. Es sollte auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Es sollte verschiedene Geschichten sein, weil wir wollen, dass die Republika, die Emotionen mit nach draußen gezeigt werden, dass die Leute, die nicht da sind, auch verstehen, was los ist. Sag du doch mal deiner Mutter, was denn eine Republika ist. Ne? Wo warst du? Was ist das? Dann suchst du im Netz vom letzten Jahr und dann siehst du so ein, zwei Keyspeaker. Du siehst irgendwie eine Republika-Wall, ein paar Stühle. Aber ist es das? Kannst du denen wirklich erzählen, was du da gemacht hast, was du gefühlt hast, was du den ganzen Tag mit den Leuten, wen du getroffen hast? Und das wollen wir zeigen. Jetzt erklär ganz kurz nochmal den Blogparade. Das heißt, Blogparade ist, man lädt viele Blogger oder Fotoblogger ein, gemeinsam an einer Parade teilzunehmen. Wie funktioniert sowas normalerweise? Man startet einen Aufruf. Und man hat natürlich möglicherweise einen Hashtag, über den man sich wiederfinden kann. Mhm. So haben wir zum Beispiel den Hashtag kennt jeder, das schöne Lattenkreuz, mit RPStory13. Also im Prinzip nimmt man den Hashtag von der RP13 und packt das Story dazwischen. Passt doch sehr schön als Merkposten. Und so findet man dann alle Beiträge auch wieder. Und die Blogparade hat es deswegen, weil man ja vielleicht auch noch ein bisschen was drüber schreiben möchte und nicht nur einfach ein Foto senden will. Und damit hat man natürlich auch die Möglichkeit, viel besser in Google Sachen zur Republika zu finden, weil Blogbeiträge ja ganz gut vernetzt sind und ganz gut verlinkt werden und dadurch auch in Suchmaschinen schön auffindbar sind. Das ist halt das Schöne an der Blogparade, dass man ein Thema eine gute Sichtbarkeit verschaffen kann, so wie wir das jetzt eben dann der Republika mit dem Storytelling verschaffen möchten. Sehr schön. Und habt ihr schon so erste Fotos gesehen? Waren da schon ein paar schöne Eindrücke dabei? Habt ihr schon ein bisschen geschaut? Oh ja. Ja. Da sind ganz tolle Sachen dabei. Von was packe ich in, also wir haben angefangen schon mit einer Vorgeschichte. Was packe ich in meinen Koffer ein? Welche Gadgets nehme ich mit? Wie ist die Anreise? Wen treffe ich? Was ist mit Berlin bei Sonnenschein gestern? Was trinke ich in Berlin? Wie sind die Berliner drauf? Bis zu eben, wen treffe ich heute? Was sind die Hauptspeaker? Was ist heute Abend los? Bis man zu Hause ankommt, also mehrere Tage über den normalen Konferenzalltag hinaus. Und es kommen wahnsinnig schöne Geschichten. Es verstehen zwar nicht alle, dass es drei Bilder sein müssen, aber mittlerweile schon, dass es drei einzelne Bilder sind mit drei Tweets. Ne? Und da steht dann Bild 1, Bild 2, Bild 3 und so weiter. Aber das ist super. Wir versuchen das dann auch hinterher zu monitoren und zusammenzufassen in einem Pinterest-Album und dergleichen. Und das ist super. Und die Fotoblog-Parade, es muss nicht jeder ein Blogger sein, aber es gibt auch Blogger, die eben einfach Instagram und so weiter nicht nutzen. Und hier ist es auch schwierig, trotz besseren Netz und WLAN Bilder hochzuladen. Bei mir kommen sie teilweise zurück, deswegen auch mit mehr Inhalt. Also einfach versuchen, einfach ausprobieren. Ja. Ihr macht da mit bei der Blogparade dieser RP-Story-Telling-Geschichte und zwar, indem ihr einfach eure Bilder postet, beziehungsweise auch den Hashkey bei Twitter verwendet, RPStory13. Genau. Und ihr könnt natürlich auch bei YouTube mitmachen, indem ihr zum Beispiel einfach auf dieses Video eine Videoantwort hochladet. Ja, und ein Rap. Also wir haben gesagt, wir rappen die Republika und ich möchte einen Rap haben. Rap um Gottes Willen. Bitte. Kannst du das? Nein, ich mach das nicht. Aber mach du. Von mir aus alles gut dazu. Okay, also macht ihr mit. Dankeschön. Ja. Ciao.